Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sicherlich schon in der Überschrift gelesen habt, geht es um ein etwas anderes Thema heute. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass jede Frau die Tage hat. Und ich dachte mir einfach, ich werde jetzt einfach mal ganz offen über das Thema sprechen und hoffe natürlich, mit diesem Video ganz vielen von euch weiterhelfen zu können. Falls es euch interessiert, warum ich keine Tampons und keine Binden mehr verwende, dann bleibt doch sehr gerne dran. Ja, ich habe so meine Tage bekommen, als ich ungefähr 14 war und habe natürlich wie jedes andere Mädchen, denke ich mal, auch mit einer Binde angefangen. Und zu der Zeit war es Sommer und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das war so ein ekliges Gefühl für mich. Gerade draußen ist es heiß, man schwitzt und man muss einfach mit dieser Binde rumlaufen. Und das ist einfach ein wirklich sehr, sehr ekliges Gefühl. Die Mädchen unter euch verstehen mich ja bestimmt, die kennen dieses Gefühl bestimmt auch und es ist einfach super unangenehm. Zudem muss man auch immer darauf achten, ob irgendwie was verrutscht ist. Die Freundin immer fragen, hey, sieht man da irgendwie was und bin ich ausgelaufen? Und das war auch mega unangenehm. Deswegen bin ich irgendwann, als ich, glaube ich, 16 wurde, auf Mini-Tampons umgestiegen. Und ich habe da so ein bisschen Angst vor gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mit den Mini-Tampons hat es echt gut funktioniert. Und die habe ich dann auch eine Weile lang benutzt, bis ich dann gemerkt habe, okay, die Mini-Tampons, die funktionieren bei mir nicht mehr, weil ich auslaufe. Natürlich ist die Regelblutung stärker geworden. Und da bin ich zu normalen Tampons umgestiegen. Da hatte ich auch mega Angst vor, weil ich so dachte, das kriegst du ja niemals rein. Aber war alles gut. Dann habe ich, wie gesagt, die normalen Tampons verwendet. Und da habe ich dann zusätzlich immer noch eine Slip-Einlage benutzt, damit natürlich nichts schief geht, falls was schief gehen sollte, dass das ganze Blut dann dort aufgefangen wird. Und das war auch ziemlich anstrengend für mich, jedes Mal mit einer Binde und mit einem Tampon rumzulaufen, weil ich das ziemlich unnötig fand, wie viel Müll das auch einfach produziert. Ich meine, allein diese Plastikverpackung um das Tampon herum, das ist mega unnötig einfach. Und dann habe ich mich mal informiert und bin dann auf die Menstruationstasse gekommen. Und jetzt fragen sich einige von euch bestimmt, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gehört. Und zwar sieht das ganze Ding so aus. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich auch zuerst irgendwie erschrocken. Und dachte mir so, oh mein Gott, das sieht ja echt komisch aus. Wie soll ich das denn reinkriegen? Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und warum ich auch noch so Anti-Tampons bin, sage ich jetzt mal. Ich an der Arbeit habe wirklich mega wenig Zeit, um aufs Klo zu gehen, weil immer alles hektisch ist. Da klingelt das Telefon, da muss man irgendwie schnell hin und es ist halt mega anstrengend. Und in dem Moment ist man wirklich so gestresst, dass man daran gar nicht mehr denkt, dass man die Tage hat und dass man das Tampon mal wechseln muss. Und vielleicht hat ja von euch jemand schon mal was von dem toxischen Schock gehört. Falls nicht, dann erkläre ich das auch nochmal ganz kurz. Und zwar kann man an sowas erkranken, wenn man wirklich die Tampons zu lange drinne lässt oder ein zu stark saugendes Tampon benutzt. Ich hoffe, ich drücke mich jetzt hier richtig aus. Und dadurch kann der Körper von einem Bakterium befallen werden, sodass man daran wirklich sterben kann. Also so eine Art Blutvergiftung, sage ich jetzt mal. Und das finde ich echt mega krass. Und da habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Hey Sarah, wenn du an der Arbeit so gestresst bist und das wirklich manchmal zu lange drinne lässt, kann das wirklich nicht gut enden. Ja, deswegen habe ich mich wirklich dazu entschieden, nach einer Alternative zu suchen, die gesünder ist, weil zum Beispiel ein Tampon ist ja auch total gebleicht und mit chemischen Stoffen, die man sich dann einführt, weil ich meine, wie kann das sonst so weiß sein? Und dann bin ich, wie gesagt, auf die Menstruationstasse gekommen. Die besteht aus einem medizinischen Kunststoff, also alles frei von irgendwelchen Silikonen, von Latex oder sonst irgendwas. Also die ist total, sag ich mal, gesund. Und deswegen hat mich das mega interessiert und deswegen habe ich angefangen, mich darüber zu informieren. Und zwar besteht hier diese Menstruationstasse aus medizinisch zugelassenem Kunststoff und sieht man hier auch, also sieht aus wie Silikon, ist aber keins, ist auch kein Latex oder sonst irgendwas. Also ist auch vegan übrigens und es hat mich echt irgendwie voll fasziniert, dass es sowas gibt. Allerdings dachte ich mir halt, wie gesagt, wie soll ich das einführen? Was ist das überhaupt für ein Zeug? Und ich kann euch auch gerne mal die Verpackung zeigen und zwar sieht die Verpackung so aus, falls es auch jemand interessiert. Ich habe meine Menstruationstasse bei DM gekauft. Die gibt es dann in verschiedenen Größen und kostet 15,90 Euro und jetzt werdet ihr euch bestimmt denken, oh mein Gott, warum so teuer? Ihr müsst euch mal ausrechnen, also Tampons sind ja Produkte, die ihr nur einmal verwendet und danach wegschmeißt und somit natürlich auch Müll produziert. Genauso wie bei Binden. Und das Ding ist, Tampons sind ja auch nicht gerade günstig. Also man bezahlt ja für so eine Tamponpackung, sage ich mal, 5 Euro oder sonst irgendwas.
Und angeblich sollen diese Dinger für immer haltbar sein. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich würde sie dann doch ein bisschen öfter wechseln. Also was heißt ein bisschen öfter wechseln, aber alle paar Jahre mal. Weil wie gesagt, das Ding könnt ihr waschen und nachdem eure Periode halt zu Ende ist, auskochen. So habe ich das halt bisher gemacht. Ich habe das bisher halt wie gesagt mit einer pH-neutralen Seife gesäubert, als ich meine Tage hatte. Und als sie dann vorbei waren, habe ich das ganze Ding ausgekocht. Und so ist das dann halt auch frei von Bakterien. Und da braucht ihr euch dann auch keine Sorgen zu machen. Was ich vielleicht noch vergessen habe, ganz am Anfang zu sagen, ist, dass dieses Teil hier wirklich nicht für Mädels geeignet ist, die jetzt gerade die Tage bekommen haben, weil es schon ziemlich schwer ist, damit umzugehen, muss ich sagen. Also am Anfang hatte ich auch meine Probleme, aber dazu kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal. Und so sieht die Verpackung aus und da gibt es verschiedene Größen und hier hinten ist das auch nochmal ganz gut erklärt. Also ich habe jetzt hier Größe S. Hier hinten hat man dann noch so eine Tabelle, wo dann alles erklärt ist. Zum Beispiel bis 1,70 Meter schmale Statur sollte man S nehmen. Und falls man dann schon ein Kind bekommen hat, S bis M. Okay, es hat irgendwie gerade an der Tür geklingelt, aber wir machen weiter. Und dann steht hier bis 1,70 Meter mittlere Statur, SM. Und falls man schon ein Kind bekommen hat, ML. Und man sieht da auch, wie viel Milliliter die Tasse auffangen kann. Also das S-Cup kann jetzt 23 Milliliter auffangen, M 28, L 34 und XL 42. Weil es kommt ja immer auch auf den Körperbau der Frau an, wie viel Blut man quasi verliert, sage ich jetzt mal. Ich muss wirklich zugeben, dass ich auch ein bisschen Angst hatte, mir das Ganze hier einzuführen, weil ich irgendwie nicht so wirklich wusste, wie und was und wie kriege ich das Ganze dann raus und irgendwie voll komisch, hält das denn wirklich? Und ja, heute wollte ich euch so ein bisschen meine Erfahrungen damit erzählen und ich zeige euch das mal hier ganz kurz. Ich komme mal ein bisschen näher dran. Also ihr seht ja, das Ganze ist ungefähr, ja, nicht so groß, aber auch nicht gerade so klein. Auf jeden Fall ein bisschen größer als ein Tampon, aber jetzt auch nicht allzu groß, sag ich mal. Und ich habe das halt immer so gemacht, dass ich, na, meine Kamera fokussiert irgendwie nicht, dass ich das hier einmal so, ja, festgedrückt habe und das Ganze dann zu mir gebogen habe. Und das Ganze sah dann ungefähr so aus wie ein C. Und so habe ich mir das quasi eingeführt. Und am Anfang war es halt mega komisch. Also wie ihr seht, ist das ungefähr so groß wie mein Nagel. Also wirklich nicht allzu groß. Und wie gesagt, es ist schon irgendwie vergleichbar mit einem Tampon, würde ich schon behaupten. Und hat jetzt auch nicht wehgetan oder so. Und ich habe mir das, wie gesagt, so eingeführt. Und sobald es dann drin ist, ploppt das Ganze so auf. Und ja, da bildet sich ein Vakuum. Und das sitzt wirklich so feste. Und oh mein Gott, Leute, ich habe am Anfang, also wo ich das dann raus bekommen wollte, ging es nicht. Und ich dachte mir so, hä, was mache ich jetzt falsch? Bleibt das jetzt für immer an mir drinne? Und ich habe wirklich mega Panik geschoben. Ich habe wirklich mega Panik geschoben. Und dann habe ich mal rumprobiert und hier gezogen. Und dann dachte ich mir so, ey, das muss doch irgendwie rausgehen. Das Ding ist, man darf nicht hier an dem Zipfel hier ziehen, sondern man muss wirklich so ein bisschen reingreifen und dann hier drücken, sodass sich dann das Vakuum oben löst. Also auch mehrmals drücken, sodass dann so ein bisschen Luft reinkommt, weil das sitzt wirklich so krass fest. Das denkt man sich gar nicht. Also man hat wirklich keine Chance auszulaufen. Und das Ding spürt man auch innen drin gar nicht. Also es passt sich wirklich der Haut innen an, sodass man dann auch wirklich gar nichts davon merkt, dass man die Tage hat. Und man muss dann halt so ein bisschen öfter drücken, sodass dann die Luft reinkommt und dann erst unten an diesem Ding hier ziehen, sage ich mal. Und dann hat man das Ding auch schon rausbekommen. Wie gesagt, ich habe mega Angst bekommen. Ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist das denn für ein Blödsinn? Aber es ist halt wirklich sehr, sehr gut. Das Gute daran ist halt auch, kommt natürlich auch drauf an, wie stark die Blutung ist. Bei mir ist sie jetzt nicht so stark, sodass ich das wirklich 12 Stunden lang drinnen lassen kann. Also das ist auch dafür gedacht, dass es bis zu 12 Stunden im Körper gelassen werden kann. Und das ist auch voll die Erleichterung, gerade wenn man unterwegs ist. Und klar, falls man eine stärkere Blutung hat, sollte man es meiner Meinung nach wirklich nicht unterwegs benutzen. Klar, man kann halt die Flüssigkeit, die dann, beziehungsweise das Blut, was dann rauskommt, einfach so auf die öffentliche Toilette kippen und das Ganze dann so ein bisschen mit einer Flasche Wasser, wenn man eine dabei hat, ausspülen. Aber das finde ich persönlich sehr unhygienisch, weil ich das dann schon gerne abwaschen möchte mit einer pH-neutralen Seife und mir das dann gerne wieder einführen würde. Aber wie gesagt, bei mir ist es halt super. Ich habe nicht so eine starke Blutung, sodass ich das wirklich problemlos den ganzen Tag drinnen lassen kann. Und was mir hier auch noch sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass ich halt am ersten Tag normalerweise immer extreme Unterleibsschmerzen hatte. Und seitdem ich das hier benutze, habe ich gar keine Unterleibsschmerzen mehr. Und da war ich mega verwundert und habe dann natürlich auch gegoogelt, wie das überhaupt sein kann. Und diese Unterleibsschmerzen werden dann meistens wirklich durch Tampons verursacht, habe ich gelesen. Und das fand ich dann schon irgendwie krass.
Und wie gesagt, ich habe, seitdem ich das hier benutze, gar keine Unterleibsschmerzen mehr. Man spürt das Ding gar nicht, weil sich das wirklich an die Haut anpasst innen und das wirklich so einfach perfekt liegt. Ich meine, einen Tampon spürt man ja eigentlich auch nicht wirklich. Und das Ding ist, man hat wirklich manchmal nur den Struggle, wenn man sich halt damit nicht auskennt, dass man Angst hat, dass man es nicht wieder rausbekommt. Falls ihr auch Ängste habt oder auch solche Probleme, wie ich zum Beispiel, dass ich halt echt durch die Arbeit manchmal vergesse, dass ich meine Tage habe und somit auch nicht dran denke, meinen Tampon zu wechseln und solche Geschichten halt, weil es halt mega stressig im Alltag ist oder so, dann versucht auf jeden Fall mal das Teil hier. Bei mir funktioniert das wunderbar, wenn ich unterwegs bin, ich habe überhaupt keine Probleme. Und sobald man dann abends zu Hause ist, holt man es einfach raus und man ist einfach wirklich beschwerdefrei. Und stellt euch mal vor, wie viele Frauen die Tage haben, wie viele Frauen es überhaupt auf der Welt gibt und wie viele Leute einfach noch, beziehungsweise wie viele Frauen noch Binden und Tampons benutzen. Es ist eigentlich unglaublich, wie viel Müll eigentlich dadurch produziert wird und deswegen finde ich die Erfindung echt mega gut. Also das gibt es ja eigentlich schon ewig lang, aber irgendwie benutzt es keiner. Finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Also wie gesagt, falls ihr auch Bedenken habt bei Binden und Tampons, ist ja auch gar nicht so hygienisch eigentlich, wenn man es, wie gesagt, nicht oft wechselt oder wenn man eine Binde den ganzen Tag drin hat und dauerhaft unterwegs ist. Ja, da würde ich auf jeden Fall zu diesem Teil hier raten, zu der Menstruationstasse. Ich hoffe, dass ich einigen von euch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao!